Wir öffnen einmal jedes Produkt des neuesten Pokémon-Sets Nebel der Sagen und schauen mal, was da so Schönes dabei ist. Und wir sind heute nicht alleine. Hallo Leute, ich bin wieder da. Endlich mal wieder mit dabei. Ja, stimmt, genau. Und wir öffnen heute, wie gesagt, die neuesten Artikel. Wir haben alles dabei, was jetzt heute am Release-Day rauskommt. Wir haben Karten dabei, die noch gar nicht in Japan erschienen sind, exklusiv bei uns quasi rausgekommen sind. Wir haben auch ein Giveaway heute im Video. Und ich freue mich drauf, ne, Carrie? Ja, also da sind halt auch so viele diverse Produkte. Da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Da ist für jeden was dabei. Wir haben eine Top-Trainer-Box. Wir haben die super Art-Rare-Boxen hier mit den alternativen Artworks. Wir haben eine Art-Rare dabei. Wir haben Mini-Tin-Display. Wir haben Blister dabei. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Wir an? Komm, wir machen mal den Blister zuerst, oder? Ah, ja. Ganz entspannt, einfach mal direkt den Blister zuerst. Und ja, Nebel der Sagen, wir teilen uns das jetzt noch ein bisschen auf. Wir haben einige Artikel dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist das Boosterband, das kommt jetzt in zwei oder drei Wochen, glaube ich, raus. Ich glaube, am 22. hat das Release. Da sind sechs Packs drin? Genau, sechs Packs sind da drin. Deswegen kommen die, sind die jetzt gerade noch nicht, sind aber natürlich bei uns vorbestellbar. Wie die ganzen anderen Sachen, die könnt ihr natürlich bei uns im Online-Shop bestellen. Und auch Englisch. Und natürlich wir machen jetzt auch deutsche Produkte auf, ja, aber genau. Das gibt es ja nochmal Copy-Paste in Englisch. Quasi. Englische haben wir da, Deutsch Shrouded haben wir da. Fable. Wir haben alles mit am Start. Wir haben natürlich alles da. Und ja, wie gesagt, Sonderset 6.5er jetzt hier zum Kamezin-Popo-Zyklus ist tatsächlich quasi einfach nur das Set Night Wanderer bei uns. Stimmt. Also da ist jetzt nichts dazugekommen, da wurde nichts weggemacht. Ne? Dass dann halt ein japanisches Display gleichen deutsches gab's so auch noch nie. Nee, ne? Das ist es ja immer zusammen. Und wir haben hier einmal die Promo, das Infamomo. Auch Infamomo, auch eine sehr schöne Karte hier mit dem Galaxy Foil. Und ich sag die ganze Zeit ganz gerne zu dem Set dazu, es ist quasi so wie Maskerade 2.0 oder 1.5, so gesehen auch zum Pokémon DLC. Ja, natürlich stimmt. Alles dabei. Der zweite Teil vom ersten Teil so. Quasi. Und da hast du heute auf jeden Fall die Expertise dazu, weil ich muss gestehen, ich habe alles durchgespielt. Da noch nicht so krass dabei bin. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein in die Packs und gucken mal, kommen wir. Auf, wir machen wir sie so zusammen direkt auf. Das ist wirklich. Wir haben, glaube ich, über ein Display, guck mal. Oder? Also wenn es ein Display geben würde. Ja, safe, natürlich. Also wir haben einiges dabei. Wir chasen natürlich hier. Vor allem auf die Art-Rares, auf die SRs. Cosima ist zum Beispiel mit dabei. Super starkes Artwork. Der Kettenmochi. Nice. Mochi. Oh, Cassiopeia, die hat ja auch eine unfassbar krasse SR bekommen, finde ich. Also ja, die meine ich, Und hier. Ein neues Foil, ne? Haben wir ein Reverse-Foil, was jetzt, glaube ich, in dem Set und ich glaube in Stellar Krone drin sein soll, soweit ich weiß. Wir bekommen es auch, das mit demselben Foil. Sollte, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ist natürlich auch vorbestellbar bei uns. Weil, guck mal, das ähnelt ja halt so dem Muster von der ETB, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Da ist oben rechts was. Muster dabei. Und, boah, so, also man muss wirklich sagen, die Artworks sind halt wirklich alle sehr, sehr stark. Alle aus dem Dunkeln, auch Silvaro richtig, oh! Wir starten direkt mit der Full Art Ponino! Jawollo, da starten wir doch mal. Reverse Code, ich glaub, Code, sag ich schon. Ich glaube, die werden wieder vor allem für die Spieler natürlich interessant sein. Wir haben die allererste Full Art hier dabei. Cool. Was im Japanischen natürlich dann direkt ein Display-Hit hier wäre. Aus dem Blister, ich würde sagen, starten wir doch schon mal eigentlich ganz gut. Und ich schnapp mir das. Ja, genau, du hast ja gewonnen. Das war das kleine Mini-Pack-Battle. Was machen wir denn als nächstes auf, Carrie? Ich würde sagen, wir gehen in die ETB, oder? Ja, wollte auch gerade sagen. Das oder? Passt. Ja, und dann so Tints und wir haben genug. Wir haben heute Booster. Der Kriechflügel auch hier wieder mit diesem matten Reverse gefällt mir sehr gut. Und die Cresselia. Oh, die Cresselia hat eine Adler hier in dem Set, stimmt, ne? Stimmt. Oh, die muss ich auf jeden Fall, sehen. Okay, also Blister würde ich sagen, war das schon mal vollkommen solide. Eine Full Art. Und gut, natürlich ein Artikel, den natürlich jeder eigentlich immer begehrt, so ein Set, die Top-Trainer-Box. Was haben wir denn da Schönes? Ja, wir haben 9 Packs as always und dann halt das typische Zubehör, was man so kennt. Da bin ich echt mal gespannt, wie das gemacht wird. Oh, das sieht ja auch schon sick aus. Das sieht sehr sick aus. Die Promo haben wir dabei. Wir gehen direkt mal rein. Natürlich Promo, auch ja. Eigentlich auch immer so das, was man sich gerne immer als Sealed-Item ja auch hinstellt. Wir haben übrigens auch wieder Acryl-Cases für ETBs wieder da. Und das ist eigentlich sehr beliebt. Oh, hier die Setliste. Wollen wir uns mal die Setliste kurz angucken? Komm mal wieder hier in so einem schönen Casual-Opening. Mystische Machenschaften und toxische Tricks. Das könnt ihr euch gerne alles mal durchlesen. Hier haben wir einmal die ganzen SRs, also die Alters, so die wir cool ziehen möchten. Und es ist natürlich alles sehr, sehr düster und sehr dunkel angehaucht. Hier einige Karten, die immer vorgestellt werden. Und es ist auch mal wieder ein sehr kleines Set. Das heißt, hier wirklich das Master-Set voll zu machen, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, würde ich mal sagen. Ich denke mal, die alternativen Artworks werden trotzdem relativ schwierig zu bekommen sein, aber hier. Das Artwork finde ich so geil. Das Kostüm so ist ganz schön. Have Games on your phone. Hallo. Die Snowbillic hat auch wirklich sehr, sehr krass. Die Reihe ist auch geil. Hier mit Zwirrlicht und Zwirrfins. Die Hunduste auch richtig krass. Hier die Cresselia, wo wir gerade drüber geredet haben. Ne? Ja. Also, ich sag's mal so, da ist auf jeden Fall einiges dabei. Hier Seetracking, da sehen wir gleich die alternativen Artworks. Knattertox hat eine Full Art bekommen, auch sehr wild. Und hier, wie du gesagt hast, eine Cassiopeia, die SAR. Das ist natürlich auch eine der Chase-Karten.
ich muss auch sagen, die drei halt zusammen in einem Binder, weißt du? Halt das ist halt auch geil. Hier für Spieler auch super interessant. Das Earthen Vessel, weil das ist halt, glaube ich, eine 5-Euro-Karte. Da gucken. Boah, das ist krass. Da gucken wir uns gleich mal an. Und hier haben wir auch wieder Secret Rare Energies und die Sanduhr. Und ich würde sagen, Carrie, rein da. Die Sanduhr ist am Rieseln. Cool. Wir gehen die rein. Die Box halt auch. Die finde ich geil, weil das so dezent ist. Ne? Hat auf jeden Fall was. Ja. Ich habe auch extra gesagt, so farbenmäßig, ne, so ein bisschen zum Set angelehnt. 9 Packs haben wir übrigens mit in der ETB dabei. Die Würfel. Auf, ich was muss mir mal. Fokus so. Ich check mir mal die Promo direkt raus. Hier, guck mal, das ist ja auch die Blister-Promo, ne? Die Blister-Promo als Artware-Promo mit dem normalen Fäuling hier auch wieder. Nicht wie letztes Mal bei Maskerade im Zwielicht. Mhm. Da gab es ja so ein neues Fäuling. Mal gucken, ob es jetzt im nächsten normalen Set wieder dabei ist. Und ich würde auch sagen, Carrie, ich gehe einfach wieder direkt rein, ne? Ja, mach mal. Wir gehen direkt mal rein hier in die Packs und gucken mal, was hier Schönes dabei ist. Sneeble ist sehr, sehr nice vom Artstyle her. Mhm. Oh, was hast du da? Die Mauzi. Die ist richtig cool. Auch cute. Und die Evoli, auch wirklich super schönes Artwork. Ja. Das wäre eine krasse Artwork auch gewesen. Stimmt. Stell dir das mal vor, so weitergezeichnet. Cool. Knattertox, da fängst du schon an. Moji. Der Moji. Moji. X-Bud. Oh, stimmt. Janina ist ja auch noch drin als Full Art. Oh, und hier auch in Reverse natürlich. Die Attacke, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich schaff das. Max Sachs. Oh, ja. Also jetzt fängt's, also das fängt schon gut an hier. Sehr gut, aus dem zweiten Pack direkt. Ja, selbstverständlich natürlich. Natürlich. Guck mal, Carrie, da ist ein schönes Päckchen Sleeve für dich. Stimmt. Vorbereitet. Oh, dies ist cool. Auf jeden Fall sehr, sehr stark vom Artwork. Hackerman. Ja, war sie ja auch, ne? Die SAR davon knallt auf jeden Fall richtig rein. Die würde ich heute noch sehen. Ja, das wäre krass. Generell muss man ja sagen, in den neueren Sets sind die SARs jetzt auch ein bisschen seltener. Also nicht so einfach zu ziehen. Ich find's okay, dass sie selten sind, aber ich habe es ja auch schon in einigen Videos gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie quasi nur die Pull-Rate quasi verringert haben, weil es war ja vorher so, dass du quasi pro Display immer eine hattest am Anfang des Zyklus. Dann haben sie das wirklich immer rechnen, ja. Genau, dann haben sie die quasi rausgenommen. Das finde ich halt nicht so cool, wenn du halt einen bestehenden Typ einfach seltener machst. Ja. Ich finde, da hätte man halt die SARs beibehalten können, dass sie halt so zu bekommen sind, wie sie sind. Wer glaubst, sehr nice. Art Rare. Boah, muss auch sagen, ne, die deutschen Art Rares auch vom Wert her sehr, sehr wertstabil, weil die natürlich auch nicht so einfach, nicht so häufig gezogen werden. Und das ist jetzt das Goal quasi. Max Sachs. Noch die restlichen für die ganze Reihe. Das wäre auf jeden Fall, nice, das wäre sehr, sehr stark. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich... Ich glaube, Fußball da in der Ecke. Schon ein bisschen creepy, ne? Irgendwie da guckt einfach in den Garten rein. So. Über die Hecke so drüber. So. Ja. Ohne Play Some Games. Oh je. Nee, aber wie gesagt, ich hätte es cooler gefunden, wenn sie halt einen seltenen Type nochmal zusätzlich gemacht hätten. Weil so erstmal anteasern und dann wieder wegnehmen ist halt, das ist halt immer doof. Lame, ne? Das ist halt immer irgendwie doof. Also findest du auch so? Ja, also ich... Oh, süß. Oh, guck mal, Patinerei auch noch dabei. Guck mal. Oh, die finde ich wirklich cute. Echt süß. Ich muss jetzt sagen, Patinerei hat und ja seit der Clash der Rebellen Top Trainer Box eine ganz besonderen Stellenwert. Ah ja? Ist Elefanten wild. Sind auch coole Pokémon, muss ich schon sagen, coole Tiere. Und ich muss aber sagen, bis jetzt sind wir schon gut dabei, weil super solide. Ich meine, die Artrares haben sich von der Pull-Rate her nie geändert, da haben wir immer 2 bis 3 pro Display, muss man ja auch sagen, im Vergleich zum japanischen definitiv finde ich das eigentlich ganz cool, dass die ein bisschen seltener sind. Ja. Von daher sind wir da mit 2 schon echt gut dabei für eine Top-Trainer-Box. Das darf sind immer man so halt die Hidden-Hits, finde ich. Also so, oh, guck mal, das Fidenara. Oh, die Fidenara ist richtig stark. Ja, das tun die ist sehr nice, auch. Die kannst du mir eigentlich mal geben. Hier, bitte. Dankeschön. Und Ursaluna, auch sehr cool. Und Ursaluna again. Cool. So, wer hat die ETB gewonnen? Ich glaube, du, sorry. Ich hatte eine Full Art und ich hatte eine Art Rare. Na dann. Diesmal ein bisschen besser. Komm, jetzt hier Last Pack Magic für die ETB. Aber als Nobilikarten-Artware würde ich auch gerne ziehen wollen. Die ist halt auch ganz cool. Boah, die Fidenara. So stark von dem Artwork her. Calamanero. Eine Power-Sanduhr. Hund. Ja, leider nichts mehr. Aber ich finde bis jetzt, beide Artikel haben eigentlich überzeugt. Ne? Also ich finde, da war bis jetzt... Punktewertung. 8 von 10. Oh, passt, kann man machen. Ja. So, wollen wir uns nochmal eine kleine Box holen? Eine kleine Box? Boah, die würde ich gerne als Finale machen. Ja, ne? Muss eigentlich. Ja, dann nehmen wir halt die hier. Das ist jetzt hier mit Gladimpere, 4 Packs sind da drin und halt die ganze Reihe als Promo, ne? Was halt auch ganz geil ist. Hardware-Promo ist halt schön. Cool, ne? Gucken wir uns direkt mal an. Wir sind wieder so klein geworden wie die Simsala-Box. Finde ich aber ganz cool, weil weniger Verpackungsmüll am Ende des Tages, ne? Und? Weniger Plastik. Haben uns gar nicht alle Pack-Artworks angeguckt, ne? Wir sind einfach direkt rein in die Packs gegangen. Ich weiß gar nicht, 4 Stück gibt es, glaube ich, oder?
Nenn mir alle Pokémon. Nee, doch. Das schaffe ich nicht. Ich schaff's einfach nicht. Das ist, warte mal, Infamomo. Korrekt. Infamomo, das korrekt. Ist Bonino. Oh, korrekt, Bonino. Ja. Doch, Bonino. Ja, Bonino. Und ja. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das ist Benesaru. Der Benesaru. Benesaru? Benesaru. Hey, ich dachte, Benesaru wäre der. Warte mal, Benesaru hatte ich als Dingens im Kopf. Das ist der Affe. Benesaru ist der Affe. Ja, genau. Der, und dann gibt es ja noch den Vogel. Ui. Und da ist Beatori. Beatori, okay. I try my very best. Ja, so, klar, die sieht wirklich, also die fetzt wirklich. Die ist halt echt nice. Die ist wirklich super, super, super stark. Und natürlich die Galaxy-Voll-Unterentwicklung haben wir dabei. Oh, guck mal, da ist sogar ein Swirl beim Gladimperio. Das finde ich auch cool, dass du da so ein bisschen nach den Swirls quasi am Suchen bist. Gladiantri meinst du? Gladiantri meinst du, ja. Okay, wollte gerade sagen, ich habe durch falsche Folge geguckt. Ich ja, da. In der Achsel quasi. Das ist sehr nice. Das ist ein Achselhaar. So, 4 Packs. Natürlich auch hier wieder Random Pull Rate. Mhm. Ja, wie immer, ist ein Sonderset, gell? Vor allem, wenn man halt keine Displays hat. Es ist ja immer random. Da kann halt alles passieren. Mhm. So, Arboretos hier mit der ganzen Familie dabei. Boah, Absol auch. Ich sag's immer wieder, ne? Absol kriegt so geile Artworks. Immer wieder. Eigentlich immer, wenn Absol dabei ist, sind die Artworks sehr schön. So, Käufer. Fundämon. Okay, hier haben wir nix. Guck mal, da ist sogar was mit Plasma dabei. Plasma verderben. Ja, gut, ist auf ja Plasma. Auch das Pokémon von Team Plasma, ne? Ja, deswegen, ja. Finde ich cool. Okay, ich wollte gerade sagen, Bock schon vorbei. Das war's jetzt, dann tschüss. So, nee, aber bis jetzt noch keine Hits. Aber vielleicht ja jetzt hier. Komm, also wirklich eine SAR aus dem ganzen Opening, da wäre ich eigentlich mit zufrieden. Gell? So, Snibuna, Xeros, oh, Felinara nochmal. Trage. Sandwurm, Zubat, Kiebeltal, Patinaraya und ach, oh, schade, also die leider. Box, die war jetzt nicht so gut. Da kannst du nichts machen. Nicht mal, vielleicht eine 2 von 10. 2 von 10, aber ist halt, warte, wie gesagt. Ich sage doch eine 3 von 10 wegen der Promo. 3 von 10 wegen Promo. Wegen Promo. Ja gut, ich sag mal, ne, Pull Rate kann halt immer alles sein. Ja, wir hätten auch 4 Alters rausziehen können, aber ich glaube, eines der Pull Rates oder eines der Produkte, die immer am meisten Pull Rate eigentlich gegönnt haben, waren die Mini-Tens. Vom Artstyle her wirklich richtig schön und wir machen jetzt ein ganzes Display auf. Da kommt übrigens nochmal eine Nachlieferung. Also wenn die ausverkauft sein sollten, einfach abchecken Instagram. Da werden wir posten, sobald das. Und als Finale machen wir die Boxen hier auf mit. Komm, ich glaube, wir teasern schon mal. Das ist auch so das Highlight, oder? Das ist wirklich das Highlight-Produkt, hundertprozentig. Das ist auch eine Box, wo ich sage, die würde ich mir hundertprozentig auch selber kaufen. Einfach, weil die Promos so geil sind. Naja, was hältst du davon, dass sie die ja aus dem regulären Set rausgecuttet haben und als Promo verwurschtelt haben? Was heißt, das ist ja... Na, die haben es ja nicht rausgecuttet, weil im Japanischen ist es ja nicht drin. Ja, gut. Muss man dazu sagen. Es ist ja nicht mal eine Promo, die rausgekartet wurde, weil in Night Wanderer gab es die nicht. Deswegen finde ich es eigentlich... Aber die hätte bei uns im Set landen können, ne? Hätte, aber finde ich gar nicht so schlimm, dadurch, dass sie halt im Originalset nicht drin waren. Mhm. Findest du es schlimm, oder? Ich finde es schade, weil das halt auch so krasse Artworks sind. Ja, aber ich finde es halt auch cool, dass du dann dadurch ein Special-Produkt hast. Das muss ich auch sagen. Stimmt, ja. Pro-Kontra-Liste. Wir können es. Ja, ist halt wirklich. Ihr könnt ja so eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Oh ja. So, wir gehen rein. Ich habe die Zwirfins übrigens. Da haben wir wieder keine Münze oder so, sondern Sticker und so ein kleines Heftchen mit dabei, 2 Packs. Wie findest du die Münzen eigentlich? Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Wobei, ganz ehrlich, da hast du auch nicht viel mitgemacht. Naja, manche also, waren schon ganz cool. Das war schon ein schönes kleines Goodie. Generell die Minitins, muss ich ja auch persönlich sagen, habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Auf, komm, wir gucken, Minitin für Minitin. Okay, wow. Würde ich eigentlich schon gerade gerne wissen. Das sind eigentlich die Artikel, da haben wir den 1-5-1 Minitins. Habe ich persönlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. In den Streams auf Whatnot teilweise nicht so krass. 1-5-1, Bruchbande, ne? Da war immer alles dabei. Aber generell, ich sag mal so, wenn man einfach sagt, so 2 random Packs, Minitin ist eigentlich immer ein guter Call. Mhm. Ja, gut. Und schauen wir mal, ob das Display irgendwas gönnt. Ich dachte schon, was ist das denn? Ich spreche es jetzt nicht aus, aber ich war schon so... Oh. Okay, wir wissen alle, was du gemeint hast. Ja, das ist wahr. Und, ja, okay, schauen wir im ersten Pack leider nichts weiter hier, aber gucken wir mal. Man hat ja immer 2 pro Tin, also... Das 2 Hits? Zwei Hits pro Tin, ja, super. So, komm, Traumato, auch irgendwie ein sehr cooles Artwork. Traumato? Generell machen sie ja immer... So creepy. Wo ist das denn? Irgendwie in einem Restaurant? Steht einfach da an der Seite und guckt dann den Leuten beim Essen Stunden, zu? 24 Stunden McDonald's eingesperrt sein, Video. Oh, Eisenhalter. Okay, ja, gut. Und? Übrigens, ja, was also mehr? Meine Tin war nichts. Ah, leider auch hier nichts. Übrigens, wir haben nur 64 Setkarten. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, das Set ist klein. Ja. 64 Karten im Set ist wirklich mal klein. Aber mal schön. Ich meine, das wünscht man sich ja auch. Ne? Ja. Einfach mal ein kleines Set. Mein Take ist aber, die hätten ruhig Night Wanderer und Stellar Miracle hätten ein Pack. Also ja, ein Set packen können. Hätten sie machen können. Ist meine Meinung jetzt. Und da jetzt eigentlich nochmal was vor Stellar Krone? Was meinst du? Was kommt da eigentlich noch im Japanischen? Gar nichts. Stellar Krone ist unser
glaube ich. Aber dann haben wir doch, wir haben da ein paar Promos mit dabei. Wir haben die Shiggy und die Bisa Sam zum Beispiel. Genau, das, was ja rausgecuttet worden ist. So aber das kann uns ja kein kleines Hauptset sein normalerweise. Wird, glaube ich. Ich glaube, da kommt nichts weiteres. Wir werden sehen. So, Akroma ist auch dabei, hier Team Plasma. Der ist ziemlich oft dabei. Feier ich es auf jeden Fall. Richtiger Uwe. Irgendwie weiß ich nicht, wer ist richtiger Uwe. Ja. Ich habe leider keine Adria hier immer dabei. Ey, Carrie, wir müssen jetzt mal ein bisschen Pool-Rate-mäßig, aber mal ein bisschen anziehen, ne? Weißt du, vielleicht hast du das ja gejinxt. Du hast gesagt, so, ach ja, so, die Tints. genau, ein selben Fehler. Aber du hast immer gesagt, die Tints gönnen. Ja, ich sage ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, Ausnahmen bestätigt die Regel. Das Artwork ist halt auch krass. Von Semon. Das stimmt. Aber ich finde, es unterstreicht nur gerade nochmal, wie viel Glück wir eigentlich doch mit der... Nimmst du alle jetzt raus? Ich nehme die alle raus, ja. Okay. Wie viel Glück wir eigentlich jetzt gerade hatten mit der ETB, weil die ETB richtig gut war. Zedra King. Sehr schön. Zedra King Full Art. Cool, jawohl. Ja, das war nochmal ein gutes Tag Team. Da muss ich sagen, die feiere ich auch richtig, die weil... sehr schön, das Babyblau ist. Weißt du, an was mich das Set auch ein bisschen erinnert? An hier, Meister der Drachen aus Sonne und Mond. So ein bisschen erinnert mich das Set da dran, bin ich ganz ehrlich. Da fehlt uns noch ein Dragoran dann, ne? Eigentlich schon. Das war ja auch ein Tag-Team, glaube ich. Die hatten ja auch gemeinsam eine Box, ne? Zedra King und Dragoran. Ja, genau, die haben die Rainbows dabei gehabt. Genau. Ah, das ist schon mal cool. Immerhin schon mal, wir fangen an. Ja. Machen wir es mal so, wir fangen an. Wenn auch langsam und stetig, aber es geht voran. So. Ich finde die SAR von den drei Pokémon hier von den... Ich hoffe, dass wir einfach eine ziehen. Gefährten heißen die im Deutschen. Wenigstens eine wäre auf jeden Fall schon mal sehr nice. Ja, Mann. Komm. Du bist halt ein bisschen schneller. Schränk dich an, Carry. Schränk dich an. So. Knallertox. Milza. Das ist mal Speedrun hier. Opening Speedrun. Let's go. X-Bad. Kyurem. Psycho. Die Nachtrage. Mhm. Arboretos. Oh, ja, leider halt bei mir nicht. Knallertox. Und noch ein Sorak. Ja, doppelt Sorak. Das ist für mich so eine Meme-Karte, ey. Real Talk. Ist halt ein Auto, ne? Knatter Talks, brumm, brumm. Ich finde ja geil den englischen Namen. Revarum. Revarum. Aber Knatox ist süß. Knatox finde ich richtig süß. Da hat der Fokus, ja, jetzt. Milza. Knatox ist schön, ne? Wenn er halt dann auch diese Animation, wo er halt dann so ein bisschen mit diesem Auspuff das ja, eigentlich schon. Am Abkacken im Grunde. Das erinnert mich an das Auto in Miami. Cool. Oh Gott. We don't talk about it here. Okay, sorry. Die Leute, die im Whatnot-Stream mit dabei waren, die haben die Story schon mitbekommen, wie wir in Miami abgesoffen sind, als wir auf Cardshop-Tour sind. Whatnot ist eine neue Streaming-Plattform, die den Hauptfokus auf dem Live-Auktionsformat gesetzt hat. Ihr habt da alles direkt in der App im Hochformat, könnt ihr auch direkt mitbieten im Livestream oder die Sachen eben direkt über den Shop kaufen. Wir sind da vor allem vertreten mit den Live-Auktionen im Bereich Einzelkarten oder zum Beispiel auch Boxbreaks, wo wir sehr, sehr coole Sets öffnen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr coolen Marktplatz, wo wir auch einige Sachen für euch eingestellt haben. Und Leute, wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung anmeldet hier im Video, bekommt ihr nochmal 15 Euro Startguthaben für eure ersten Auktionen oder Sofortkäufe. Lohnt sich also, snackt euch die auf jeden Fall mit. Ja, das war okay. Wild. Die Tint war jetzt auch nichts. Irgendwie ne? War es bis jetzt noch nicht so krass, das muss man sagen. Wir haben halt wo mal hier schön die Boxen rausgesnackt, wo ihr jetzt die Hits rausbekommen könnt. Ne? Ja. Für euch werfen wir uns hier quasi in die Breche rein und sagen, wir zerstören halt Hits. Die Unhit-Produkte. Ne? Damit ihr die Crazy Banger-Hits hier habt. So, Nebel der Sang. Ich muss auch generell sagen, eigentlich gefällt mir sagen. Ich finde eigentlich so ein Pack-Artwork auch mal wieder ganz cool. Mhm. Einfach nur die Pokémon ohne Artwork oder so. Gefällt mir eigentlich auch wieder. Bisschen oldschool halt, ne? Bisschen oldschool, mal ein bisschen wie früher dies, das. Ja. You know, damals. Wo die halt einfach nur das Artwork genommen haben hinter so einem Verlauf. So. Ja, oder jetzt hier Jimmy Heroes mit Dalukard und Triple Kill Break. Alter. Also die Pack Artwork ist meine Passion. Ja, und. Zedra King. Ja, geht immerhin ich schon mal fit. Ich zieh nichts raus, außer halt eine normale EX. Ich muss aber sagen, Zedra King finde ich als Pokémon generell ganz cool. Ja. Aus der zweiten Generation. Das einzige Drachen-Pokémon aus der zweiten Generation, by the way. Ja, sonst ist kein Drachen-Pokémon. Das heißt, das war das allererste Drachen-Pokémon, was jemals existiert hat. Nein, das stimmt nicht. Oder? Nee, Dragoran existiert. Ach so, ja, okay, gut. Das war schon in der ersten Gen-Drache. Oh, ich glaube, ich hab was. Oh, oh. Ja, ich hab was, Carrie, ich hab was. Ich glaube, ich hab nichts dafür. Ich hab was. Hey, die Neutralisierungszone. Das klingt ein bisschen brutal, muss ich sagen. Ist sogar eine Stadionkarte. Stadion Ace Spec, verhindere allen Schaden der Pokémon, die kein Regelfeld haben, durch Attacken von EX-Pokémon. What? Kann nicht aus dem Ablagestab auf deine Hand genommen werden. Ja, ist bei jeder Ace. Okay, das ist aber krass. Das heißt, du kannst quasi
damit alle EX-Pokémon quasi unschädlich machen gegen Pokémon, die keine EX sind und so. Ja, das ist eigentlich, ja gut, das aber eine Stadionkarte kannst du eigentlich super easy wieder vom Feld kriegen. Ja, das stimmt halt wieder. Ne? Das stimmt halt wieder. Ne? Auf den ersten Blick gar nicht mal so schwach, aber auf den zweiten Blick schwach bis jetzt unser Minisyn-Display. Ich glaube, es gibt bessere Aspect-Karten, die du stattdessen reinpacken. Ja, 100%. So dieser Super-Konterfänger oder was auch immer wieder nochmal heißt. Superfänger? Nee. Konterfänger heißt der, glaube ich, einfach wirklich nur. Okay. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es immer mal spannend, sich die Karten mal anzugucken. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin ja jetzt auch nicht groß in der Meta drinne. Deswegen. Aber zu den Turnieren können ja trotzdem vorbeikommen. Ja. Jede Woche Samstag haben wir Liga. Auf der Webseite auch gerne mal abchecken. Was eigentlich mit Fun-Turnieren? Ja, das musst du das Ladenteam mal fragen, was mit den Fun-Turnieren nehmen. So, Iskala. Ein Wartzapf. Komm, jetzt will ich mal auch mal was ziehen. Oh, ich habe, glaube ich, jetzt auch eine Ace-Bag. Oh ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Komm. Und Pokevital A. Heile 100 Schadenspunkte bei allen deiner Pokémon. Ja, okay. Ja, ist halt auch so. Könnte. Ist halt auch Wayne so. Und Zoroark. Wieder nichts. Ich meine, ich muss mal nochmal eine Lanze brechen für die Karmesin Popoholos. Sind halt vom Hitmäßigen her wirklich nichts krass Besonderes mehr, weil du ja in jedem Pack eine hast, aber Artstyle-mäßig, die geben sich schon Mühe. Also ja, die geben sich auch bei jeder Ankamen Mühe. So, ja. Ich finde die Artworks von so Illustratoren, so wenn das jetzt nur so Kamen sind, wie jetzt, okay, eine Kostose mag ich jetzt nicht besonders, nee. Das ist halt einer meiner Nicht-Lieblings-Pokémon, aber halt sowas halt, da steckt ja auch so viel Arbeit drin. Ne? 100%ig. Und mehr Liebe drin als in den Ultra-Pro-Beinern. Ja. Wir nehmen einfach das normale Artwork und klatschen es einfach hinter einem Stock. Oh, Bonino. Ah, Cedra King, da habe ich es jetzt mit auf jeden Fall. Ein Playset aus dem Display haben wir mal rausgezogen hier. Tja, easy. Ja, sagen wir es mal so, es war jetzt pullmäßig. Ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben aber keine Art-Rare aus 20 Booster. Nee, gar keine nichts. Keine SR rausgezogen. Das ja, ist nur ein bisschen. Eine Full-Art ist halt echt mau. Das ist ein bisschen sad, meiner Meinung nach, finde ich. Ja. Da müssen wir nachlegen, ne? Da müssen wir nachlegen. Und ich würde sagen, weil ich ja auch Team Cedra King hier gerade war, wir haben die super Illustrationskollektion. Und meiner Meinung nach sind das wirklich die schönsten Produkte. Und dann habe ich ja auch Ninja, Quajutsu, beziehungsweise. Die schönsten Promos, die Pokémon rausgebracht hat seit langem. Einfach mal wirklich vom Ding her, jetzt gar nicht vom Set her, einfach nur was die Promos angeht. Eine der schönsten, die dabei sind. Du musst übrigens mal aufpassen wegen dem Nypsi hier. Und Leute, wir verlosen auch jeweils eine jetzt hier in dem Video. Seid da ganz schnell dabei. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach, schreibt einfach rein, was ihr von dem Set haltet. Ja. Bleibt einfach zu dem Set, was ihr... Genau, ob es halt für ein Sonderset zu klein ist, ob die das mit Stellar Miracle dann irgendwie zusammengepackt halten sollen. Oh ja, guck mal, die geht kommen doch ganz... Die sehen eigentlich ganz clean die müssen, aus. Die müssen auf jeden Fall aber gut behandelt werden. So, sehr schön. Boah, die sehen schon alle, also Real Talk wirklich. Einmal hier den Code auch für die Karte. Ist halt ein sehr schönes Artwork. Also so ein bisschen ganz so oldschool japanisch, so ein bisschen, ne? Vom Stil. Boah, und ey, wenn das ein Teaser ist, vielleicht für das Set, was wir am Ende des Jahres in Japan bekommen werden. Welches meinst du jetzt? Mit den Evolutions und so. Ah, ja, okay. Boah, wenn die alle in dem Style sind, das wäre auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Aber wäre geil. Ja, wer weiß. Die wechseln doch so gerne die Stile hin und her. So, wir haben hier noch die Vorentwicklung, auch aus dem Set mit dem Galaxy vorgeprintet. Richtig schön, so wie wir es ja auch oft machen. Oh, du hast noch Froxy und Amphizel. Ich wollte gerade sagen, das sind so Printlines, aber nein, es regnet einfach nur. Warte. It's pouring down. Das ist echt süß. Ja, und Amphizel hier auch, ne? Also wie gesagt. Amphizel-Lava. Rein von den Promos her, rein vom Produkt her, meiner Meinung nach einer meiner Favorite-Produkte aus dem Kamisin-Pobol-Zyklus. Einfach jetzt mal egal vom Set her, einfach nur von dem, was sie an Promos da reingemacht haben. Weil das sind meiner Meinung nach auch wirklich Promos. Ja, wobei ich will gar nicht mehr vorstellen, wie teuer die wären, wenn die wirklich im Set ziehbar gewesen wären. So, Das wäre wild. Man sieht das ja am Quajutsu jetzt aus Maskerade. Teuer. 5 Packs haben wir übrigens in einer Kollektion drin, ne? Und ja, Carrie. Unsere letzten Packs, ne? Lass fetzen jetzt hier. 10 Packs noch. Wir haben noch keine Alter draus gezogen. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird mal so langsam hier Zeit. Zumindest halt kommen mehr Art Rares oder sowas. Alle vielen Nares zu dir. Traumato. Ah. Ja, die kriegst du alle dann zu Geburtstag. Oh, Crimped Card sogar. Hast du es gesehen? Was denn? Das ist eine Crimped Card. Ach, da oben. Ja. Cool. Error. Und? Ja, gut, okay, Seedracking aus der Seedracking Bobs. Bobs. Ja, aber kurz, stimmt, Quajutsu ist gar nicht drin als normale Karte, ne? Nee, ich glaube nicht. Das ist nur als Promo einfach reingeballert. Warte mal, aus welchem Set ist sie denn? Ihr seid Obsidianflammen, das sehe ich jetzt erst. Ja. Tatsache, stimmt. Aus OBF, ja gut, das ist eine Promo. Ja. Aber die Setcard ist aus Obsidianflammen. Die habe ich so gar nicht in Erinnerung.
Naja, die Artworks sind neu. Ich wollte gerade sagen, die Artworks sind neu. Ja, die Artworks sind neu. Lol. Tatsache. Stimmt. Krass. Interessant, ne? Hä, waren die... Ja. Waren die in Obsidianflammen? Ja. War Quajutsu... Hä, hatten wir in Obsidianflammen in Quajutsu? Wir gucken das gleich mal. Das müssen wir gleich mal. Das muss der Videoassistent gleich mal kurz für uns checken. Da bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt. So. Wir haben jetzt aber wirklich ein bisschen Druck, finde ich, weil seit der Top-Trainer-Box haben wir keine Artware gezogen und wir haben auch nur in der Top-Trainer-Box bis jetzt gezogen. Und Benezaru. Also Carrie, ich sag dir, wie es ist, ne? Mau. Die Leute müssen noch mal hier ein Like raushauen, wenn Carrie ihren Job behalten will. Was soll das denn jetzt immer? Das ist ja, das sagst du immer. Ja. In jedem Video Carrie. Drohst du mit der Kündigung. Carrie. Das funktioniert. Okay, macht mal. Lass ein Like da. Sonst lande ich unter der Brücke. Sonst werden die Videos wieder von mir geschnitten und das wollt ihr nicht. So. Das war jetzt eine Drohung. Das war eine Drohung. Nein, komm jetzt. Ey, ja. Da muss jetzt wirklich mal was. Also eine, komm, wenigstens aus jeder Box ein Hit. Hast du geluschert? Ja, aber ich habe nichts gesehen, weil ich blind bin. Ach so. Aber ich glaube, ich habe... Soll ich dir kurz wenn meine es halt Brille vielleicht geben? Eine Holo ist, das ist halt mit so einem Holo-Rand ja immer so ein bisschen tricky. Und... Ey! Schon wieder eine... Also... 30.000 Sedra Kings, 30.000 Boninos. Ich meine, es sieht schon mächtig aus, was hier liegt. Ja. Aber es sind einige Produkte, die wir aufgemacht haben. Ja, aber wenn du halt auch alle Promos rausziehst, dann... Ja, gut, ne? Ja, gut. Naja. Ex-Mann. Komm, Carrie. Komm schon. Mach mich stolz, bitte. Ich versuche es Make doch. Make me proud. So, komm. Ich würde halt... Ich würde auch super gerne halt viel mehr ziehen. Aber, guck mal hier. Oh, Evoli Reverse. Das ist auch nice. Und Evoli geht fit. Ey, geil, die erste. Die Power-Sanduhr. Was kann die eigentlich? Die Zeit tickt, keine Ahnung. Am Ende deines Zuges, nachdem du angegriffen hast, wenn das Pokémon an diese Karte angelegt ist, eine aktive Position ist, kannst du eine Basis-Energiekarte aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon legen. Nee, gibt Besseres. Ja, gibt Besseres, aber ich sag mal, es ist jetzt gar nicht mal so bad. Gibt auch Schlechteres. Das letzte Pack schon, ne? Echt? Ja. Ach du Scheiße. Na toll. Lasst ein Like da, wenn ihr auch mehr Nebel der Sagen noch sehen wollt. Ich kann euch gerade nicht versprechen, dass es einen Restream heute gibt. Checkt das auf jeden Fall ab. Ansonsten sind wir bei Whatnot auf jeden Fall auch dabei. Und ja. Ein Like. Ein Prayer. Ein Like gleich einmal. Karin darf noch Videos schneiden. Oh, danke. Kopfhantu ist danke, so dass du mir Arbeit ermöglicht. Ja, gerne. Ihr macht es mit eurem Like. Ja. So. Oh. Komm bitte. Ah! Boah, das gibt's doch nicht! Das ist wirklich belastend. Och Mann. Bonino. Sagen wir es mal so. Fazit, schöne Artworks dabei. Wir müssen sie aber noch ziehen.